Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder bei Farmers Dynasty, wie man sieht. Wir müssen hier jetzt nochmal eben schnell das Gewächshaus reparieren und... Gehen wir erstmal außen komplett längs. Machen es hübsch. Dann gehen wir gleich nach innen, machen es komplett hübsch. Weil wir wollen ja das Geld verdienen, den Heuwagen da kriegen. Und dann fahren wir zu der anderen Truller, wo es den Düngestreuer gibt. Also Miststreuer. Also das ist schon nicht mal eben so alles hier. Das finde ich gerade cool. Ich glaube, von außen sieht das ganz gut aus hier. Also das ist schon, ich habe es ja auch bei mir auf dem Hof gemacht, das ist eine Heidenarbeit hier. Und mein Haus habe ich ja auch noch nicht komplett fertig, also. Hier wächst ja sogar Unkraut schon rein. Ja, alles für sie ein bisschen hübsch machen. Das ist ja Sisyphus-Arbeit hier. Der Fußboden ist fertig, die Wände sind fertig. Da ist das Dach fertig, hier ist das Dach noch nicht fertig. Wieso reagiert er denn endlich auf die hier? Keine Ahnung. Thank you.
Ich weiß nicht, wie er auf die hier reagieren soll. Ah, es geht ja hier voran. Das Gewächshaus haben wir ja auch gleich fertig dann. Bis auf die krummen Stangen hier. Mal hier. Mal gucken, wann er auf die Stangen reagiert. Kann ja auch schlecht hier drin Gerüst aufstellen. Nur noch die komischen Stangen hier. Und dem erwischt er die. Okay. Ich glaube, dann habe ich auch alles wieder geschafft. So. Es war viel Arbeit, aber ich bin gerade fertig geschafft. Geworden. Alles erledigt. Großartig. Danke. Sie können den Hänger nehmen. Und hier ist ein kleiner Bonus von mir. Danke. Wir sehen uns. Und einen kleinen Bonus. Und was habe ich als Bonus gekriegt? Habe ich als Bonus bekommen? Kann mir auch keiner sagen, ne? Keine Ahnung. So, gucken wir mal eben auf die Karte. Fahren wir jetzt mal höher zu der anderen Troller. Die hat einen alten Düngerstreuer. Wir können, weil wir jetzt ja schon gleich hier in der Ecke sind, fahren wir da schon mal hin. Boah, ich sehe es schon kommen da. Und wieder nur reparieren und wieder nur reparieren. Hallo, mein Hübscher. Ich bin Lydia. Oh. Schön, dich zu sehen. Hallo, Lydia. Ich wollte fragen, ob du Hilfe brauchst. Schön, ich bin dich auf der zu sehen. Suche nach Arbeit. Nun, da du fragst, ja, ich brauche Hilfe. Aber ich befürchte, das schaffst du leider nicht. Raus damit. Ich kann viel machen. Anbauen, reparieren, sag schon. So lieb von dir. Aber meine Probleme sind anders gelagert. Es gibt da einen Mann.
Und nun, ja, ich meine, ich... Jetzt erzähl schon. Nun, er ist so charmant und gut aussehend und so hinreißend. Ich würde ihn so gerne fragen, ob er mit mir am Samstag zum Tanzen geht. Aber ich traue mich nicht, ihn selber zu fragen. Um genau zu sein, fürchte ich mich davor, mit ihm zu reden, obwohl ich es so gerne tun würde. Mehr oder Vermittler. Ich denke, ich kann mit ihm sprechen. Aber ich arbeite nicht umsonst. Alles, Schätzchen, alles. Was möchtest du? Ich könnte Ausrüstung brauchen. Ist dieser Düngestreuer verfügbar? Wenn du mir hilfst, ich brauche ihn sowieso nicht. Entschuldigung. Ich schau, was ich tun kann. Wer ist dieser Gentleman? Das ist Will... William. Er wohnt die Straße runter. Schönes Haus, nicht zu übersehen. Ich bin auf dem Weg. Oh, wollen wir mal gucken, wo William wohnt, wa? Ist ja auch mal eben um die Ecke. Fährt da jetzt den Feldweg, dann komme ich hier raus. Dann komme ich genau bei ihm da an. Oh Mann. Mann, Mann. Und dann fahren wir mal zu William. Dann sind wir aber auch fast in der Nähe von meinem Hof. Dann könnten wir den... Miststreuer wegbringen. Den... Beinwagen. Also eigentlich ganz guter Deal. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ein bisschen quatschen. Und spazieren fahren. Im Querfeld ein hier fahren. So. Sind ja nur noch 1700 Meter, 1400 Meter. Entschuldigung. Also. Es wird schon. Nicht schlecht, denke ich mal. Danach fahren wir dann zum Hof, bringt den Dings hier weg und dann... Ich glaube nicht, dass ich den Miststreuer ans Auto hängen kann. Oder aufs Auto laden kann. Also müssen wir wieder mit dem Trecker zu Lydia. Es ist dann auch wieder so ein Geier. Aber das Geier werde ich euch nicht antun. Also das tue ich mir dann nur an. Du wirst hungrig. Ja, gut. Jetzt nicht mehr. Essen wir mal eine Bratwurst. Geradeaus weiter, dann die nächste. Gut.
jetzt richtig, ne? Ja, die Straße Volke. Also aber auch schon eine billige Arbeitskraft für so einen pisslichen Ballenwagen, die ganzen Dinger da zu renovieren, also das ist ja schon eigentlich wie geschenkt, würde ich mal so behaupten. Für sie ist es geschenkt. Für mich ist es ein Verkauf meiner Seele. Aber die Lydia hätte auch mit mir ausgehen können, also. Da hätte ich auch nichts gegen. Zumindest hier im Spiel, ne? Mal gucken, ob die Lydia gleich einen Korb kriegt, dann soll ich zu ihr kommen. Wir gehen zusammen aus. Oder nicht? Warten wir es ab. Das müsste William sein Hof sein hier. Das scheint William sein Hof zu sein. Und Kühe da auch, ist so cool. Nein, tanken brauche ich nicht. Hallo, kann ich helfen? Nun, ich komme gerade vorbei. Wo wir davon reden, kennst du eine Frau namens Lydia, die Straße rauf? Nun, wer kennt sie nicht? Sie ist eine echte Schönheit, aber schüchtern. Mhm. Ich habe versucht, mit ihr zu reden und sie scheint mir aus dem Weg zu gehen. Schade. Frauen, hör mal, es geht mich vielleicht nichts an, aber ich bin sicher, dass sie sich drüber freuen würde, wenn du sie diesen Samstag zum Tanzen ausführen würdest. Wirklich? Aber ich dachte... Vertrau mir, wirklich. Okay, das hört sich gut an. Was soll's, ich mache es. Viel Glück. Wir sehen uns. Sicher, danke. Hi. Oh, bist du es wieder? Ich wäre früher gekommen. Mal ein bisschen Schleim. Ich wollte doch nur ein Kompliment machen, blöde Kuh. Ja, dann mag die blöde Kuh mich halt nicht mehr. So, das war's dann auch von dieser Folge. Ich werde jetzt den Ladewagen hier, den Heuwagen, zum Hof bringen und dann... Wenn wir bei Lydia angekommen sind, geht's weiter. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.